Moin Leute, willkommen auf meinem Kanal und ich mache heute für euch ein Training, was ich früher gemacht habe, wo ich noch gar keine Ahnung hatte, wo ich einfach losgelegt habe und ein neueres, also es ist gemischt zwischen früher und heute. Aber zuerst mal ziehe ich meine Handschutzbandagen an, die schützen mich vor Überdehnung und schützen auch das Handgelenk. Die habe ich mir beim DM gekauft. Eine Handschutzbandage hat 10 Euro gekostet, also 20 Euro. Und ich bin echt zufrieden mit dem. Warte mal, ich kann es jetzt so rum und dann einfach geht auch anders. Jetzt. Also die sind wirklich sehr, sehr gut geschützt, das Handgelenk. Sie sind vorne offen. Sie sind einfach toll. Also die 10 Euro waren es wirklich wert. Fangen wir gleich an. Also viel Spaß! Ich habe mir das Training wieder rausgeschrieben. Wir machen 3 Durchgänge mit und ohne Hantel. Und es sind 14 Übungen. 40 Sekunden Training, 15 Sekunden Pause mit dem Intervalltimer, den ich eigentlich immer habe. Du kannst dir natürlich einen anderen Intervalltimer holen. Es gibt genügend Intervalltimers fürs Handy, für ein Tablet, für einen Computer und für Notebook und Netbook und Chromebook und was es sonst noch alles gibt. Wir machen doch 2x12 Minuten Training, dann haben wir 24 und ich drücke jetzt mal auf Start und dann geht es gleich los mit Hampelmänner. Also 40 Sekunden Hampelmann. Du kannst doch den Hampelmann noch schwerer machen, indem du runter gehst. Hoch, runter, hoch, runter, hoch. Also in die Kniebeuge, kreuz und immer bin ich rausgekommen. Und in der Pause wird diesmal nicht hingegeben, sondern leichtes Joggen. Muss nicht schnell sein, leicht und langsam. Jetzt geht es weiter mit der ersten Übung, Push-Ups. Also Push-Ups. Liegestützen. Auch langsam. Ist anspannen, gut ausführen. Wenn du nicht kannst, aufhören, aber dann gleich wieder reinkommen. Aufgeben bewirkt nicht. Aufgeben kannst du keine Pause. Wer was erreichen wird, der muss durch die Hölle gehen. Jetzt wieder laufen. Jetzt gibt es Sit-Ups. Habe ich früher so gemacht. Du kannst auch in der Zwischenzeit was trinken. Ich trinke immer das Wasser hier von St. Leonards Sonnenquelle.
weiter geht's. Und wir kommen zum Trizeps. Rücken nach hinterm Kopf. Dann nehme ich jetzt eine 6 Kilo Hantel und schön hoch. Und wieder runter. Und hoch. Platz sein, leicht in die Knie. Alles anspannen. Den Bauch anspannen. Vorm Spiegel trainieren. Sich auch im Spiegel anschauen. So. Jetzt geht es weiter wieder mit Laufen in der Pause. Leichtes Joggen. Du kannst auch die Arme kreisen, wenn du Lust hast. Mal nach hinten, mal nach vorne. Mal so machen. Für Brust. Und jetzt geht's Rückentraining. Nach vor und zurück. Du kannst die Beine am Boden lassen oder hochheben, wie du willst. Aber nicht aufgeben. Aufgeben kannst du bei der Faust. Wer etwas erreichen will, du musst auf die Welle gehen. Und den Teufel den Arsch kriegst. Oder meinetwegen die Füße. Jetzt kommt wieder der Aufwand. Rücken, übrigens die Rückenübung war eine neue Übung früher, nicht von früher. Ich habe das früher und heute gemischt. Sixpack. Nee, es kommt Plank dran. Plank habe ich früher auch nicht gemacht. Zusammen tun oder auseinander, wie du willst. Das gleiche gilt mit den Händen. Jetzt kommt Bankdrücken. Ich glaube, ich war auch nicht, weil ich da keine Handspannung hatte. Nicht so schnell und ordentlich arbeiten. Wenn ich eine eigene Runde mache, möchte ich mir ein Power wegholen. Dass ich auch Klimmzüge machen kann. Radisch und alles Mögliche. Ein Powerback ist ziemlich cool. Kostet allerdings 300 bis 1000 Euro, wenn du was Scheiß von mir ist. Jetzt kommt wieder Sit-Ups. Andere Sit-Ups. Die habe ich früher immer gemacht. Dreimal 30 Stück am Stück. Ganz hoch, wieder ganz runter. Vegan, Veteran. Veganer, Veganer Soldat. Jetzt kommt Kniebeugen, Hammer, Curls und Schulter und nach oben. Dann nehme ich meine 6 Kilo Hantel. Das ist meine andere 6 Kilo Hantel. Aha. Also, Kniebeugen, Schulterpress, Hammer, Curls. Erstmal. Kniebeugen, Hammerpress, Schulterpress.
jetzt wieder laufen. Leichtes Laufen, eine Pause. Auskühlen. Ruhe kommen. Und weiter geht's. Und zwar liegen wir am Boden. Dann nehme ich meine Ziegenkühlhantel. Liegen wir bitte nur am Boden machen und nicht auf der Hantelbank. Das sonst überdehnst du. Das ist nicht gut. Kannst du Beine ausstrecken oder anlegen, wie du willst. Langsam ausführen. Scheit runtergehen. Hier hoch. Es geht auf. Brust. So. Wieder laufen, eine Pause. Jetzt geht's weiter mit seitlich Fuß nach oben. Also du legst dich hin. Das ist eigentlich eine gemütliche Übung. Und Fuß nach oben. Das ist meine Übung von früher. Wo ich so 14, 15 war. Da habe ich allerdings auch nichts gegessen, viel getrunken, nur getrunken. Und das war nicht so cool. Ich habe dann richtig Probleme mit dem Lärmgefühl, weil ich nichts gegessen habe. Ich habe dann nur einmal am Tag was gegessen. Das ist eindeutig zu wenig. Also du musst essen, um abzunehmen. Das klingt vielleicht komisch, ist aber so. Lauf eine Pause. Isst viel Obst und Gemüse, da kannst du dich wirklich vollfressen damit. Und hol dir ein veganes Fitnessbuch. Zum Beispiel vom Dr. Ernst Walter Henrich oder Dr. Rüdiger Dahlke oder Dr. John McDougall. Kein Tier ist egal. Also, der Mensch ist ja auch ein Tier, ein Säugetier. Immer den Bauch anspannen, auch wenn du laufst. Immer alles anspannen. Jetzt kommt Vorsicht. Also, 40 Sekunden Vorsicht. Ich gehe auf die Beine. Ich halte den Bolzen nicht mehr aus, das sage ich dir. Ich muss jetzt schon wieder aufhören, weil der echt schwer ist. Aber aufgeben wird nicht, aufgeben kannst du bei der Post. Und wer was erreichen will, der muss durch die Hölle gehen. Und jetzt kommt die Bolzenübung, habe ich übrigens auch gehört gemacht und jetzt kommt Grundbridge, also pro Brücke. Die habt ihr auch schon gemacht. Hoch, 5 Sekunden halten, richtig anspannen, Bauch anspannen, vorspannen und wieder senken. So, das war's schon. Das war jetzt, das war der erste Durchgang und wer es jetzt noch mit mir wissen will, das Ganze noch einmal. Also wirklich wieder Start. Es geht weiter mit Hampelmann.
kannst auch laufen, wenn du den anderen noch nicht mehr schaffst. Du kannst auch nach vorne boxen oder zur Seite. Und immer, wenn du boxst, so. So, jetzt wieder laufen. 15 Sekunden, aber ich bringe was und mach das Fenster auf bei dir. Du kannst die Beine ausstrecken oder so machen. Du kannst auch so ein bisschen, wenn du willst. Oder wenn du ganz krass haben willst, bringen. Das kann ich gar nicht. Du kannst es auch so machen. Jetzt lauf eine Pause und jetzt kommt Sit-Ups. Ich kann mir selber aussuchen, welche Sit-Ups ich mache. Und ich entscheide mich für die sicher. Ich bin traut, ich bin einfach stolz. Ich bin richtig stolz, vegan zu sein. Jeder kann stolz, vegan zu sein. Er tötet nicht mehr, lebt gesund. Ich vegan geworden bin 2011, sind meine Allergien verschwunden und meine anderen Krankheiten. Trizeps drückt nach hinten, dann nehme ich jetzt die 8 Kilo Hantel, die Kettlebell, muss mal nach hinten und Arsch und Rücken und alles anspannen, rauf und runter. Nicht so schnell, leicht in die Knie gehen, vom Spiegel betrachten, ob du es richtig machst. Trinkflasche dabei haben. So, jetzt wieder laufen. Wie gesagt, du kannst mit den Armen irgendwas machen. Oder die Schere. Jetzt geht's weiter mit Rückenflächen. Dann nehme ich jetzt fest auseinanderziehen und so fest du kannst auseinanderreißen. Rück und vorne. Rück und vorne. Gut aufbauen. Du musst es auseinanderreißen, weil sonst hat es keinen Effekt. Du musst es spüren, wo es weh tut. Lauf eine Pause oder Hampel mal machen eine Pause, irgendwas, muss dich auf alle Fälle bewegen. Plank. Jetzt tue ich mal die Hampel da, weil das nicht stört. Plank. Du kannst auch die Arme hoch tun oder Crunches machen. Oder von mir aus auch so. Immer abwechselnd rechts und links. Aber immer alles anspannen. 7 Sekunden. Warte schon. Und dann mache ich mal Hub springen. Oder Trampolin springen.
Jetzt kommt Bankdrücken dran. Nicht springen und nicht schnell. Je langsamer du eine Übung machst, desto besser ist es. Und mach die Übung gescheit. Wieder laufen, die Pause. Und jetzt kommt noch eine Sitzbewegung. Noch eine Sitzbewegung. Arbeit und pumpen. Das ist wichtig, gut für den Bauch. Je weiter du hintergehen kannst, desto besser ist es. Augen gerade aus, alles anspannen. Also meine lieben Leute, ich liebe euch. Ich liebe euch alle. Wieder laufen, Pause. Oder irgendwie anders bewegen, wie du willst. Und jetzt kommt Kniebeugen, Power Curls und damit ich meine Siege öffnen. Eine gescheite Kniebeuge, Power Curls und nach oben. Kniebeuge, Power Curls. Das tut den ganzen Körper trainieren. Den Kopf, den Fuß, von Fuß bis Kopf. Ich habe gar keinen Hunger. Danach gibt es auch nichts zu essen. Ich warte erst, wenn ich richtig Hunger habe. Okay, ich nehme auch wieder so 10 Kilo hinlegen. Fleiß habe ich früher auch nicht gemacht. Wie gesagt, ich hatte keinen Handel. Ich wusste auch nicht genau, wie gestellt. Jetzt bestelle ich alles über eBay oder über eBay Kleinanzeigen. Amazon mag ich nicht so gerne. Ich weiß wohl nicht warum, aber es ist so. Seit diesem Fuß hier links und rechts. Das ist eigentlich ja, eine leichte Übung für mich. Natürlich kann man sich dann noch die Handtasche abschnappen und so machen. Dann ist es ein bisschen schwieriger. Nach diesem Training mache ich einen Cool Down. Wenn du mal gut aussehen willst, wie ich das mache, dann schreib mich an oder schreib unter dem Video, dann mache ich das mal. Ah, jetzt fängt es an. Das war die Pause, da ich verspringe es, Entschuldigung. Das ist eine Liebe, das geht es gut. Das
würde mit Spiel schon unterstützen. Versteht die Menschheit nicht. Du suchst immer das Glück im Außen. Aber du kannst dein Glück nur in dir selber finden. Wie keine anderen Menschen. Oder auch mit Arbeit und so. Okay, jetzt wird wieder gelaufen, die Pause. Nur noch zwei Übungen. Wolse. Wandsitz. Und Wolle ist Wand. Ich kann zwar kein Englisch, aber das kann ich. Ich schaue mal zur Zeit die Condors an. Also die haben ja früher Mosaic heißen. Die Mosaic war als ausgeschmissen worden, fand ich früher scheiße. Und jetzt heißen sie die Condors. Aber ist ja witzig. Also ich habe was zu lachen. Oh, warum wird das weh? Aber nicht aufgeben. Vergiss nicht. Du bist ein Geschenk für die Welt. Du bist selber dir der Nächste. Du bist 24 Stunden, 7 mit dir zusammen. Schau in den Spiegel. Dort steht dein Seelenverwandter und dort steht deine größte Liebe. So, jetzt kommt die Blutbridge und dann haben wir es für heute geschafft. Tschüss, hau rein und denk dran, wenn du dich nicht aufhältst, dann hält dich nicht zu niemand auf. Du bist gut, wie du bist und ich glaub an dich, also klammer dich auf. Ciao, Kakao. Und ist sogar da oben, dann werde ich dich loben. Und bitte kommentier nicht vergessen. Danke, ciao.